Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Bei unserem Bestreben, das Universum zu verstehen, da sind wir schon tief jetzt in der Kosmologie, in der Betrachtung des Universums als Ganzes. Da haben wir die allgemeine Relativitätstheorie von der Leine gelassen. Dadurch ergibt sich eine Expansion dieses Universums. Man kann es zurückführen auf einen Skalenfaktor, damit einfach modellieren. Wir haben die Friedmann-Gleichungen kennengelernt. Gesehen, dass dieser Skalenfaktor sich dynamisch verhält, dass hier so ein bisschen Bremsen und dann wieder Gas geben der Fall ist, wie man das genau beschreiben kann. Und jetzt würde ich das Ganze gerne zu einem großen Bild zusammenbauen. Darum soll es heute gehen. Dabei werden wir noch ein paar zusätzliche Begriffe kennenlernen, Horizonte, und wir müssen dringendst mit alteingesessenen Missverständnissen und Irrtümern in der Kosmologie aufräumen. Also volles Programm, springen wir mitten rein. Loslegen sollten wir unbedingt mit dem Entfernungsbegriff im Universum. Ich denke, das ist die Mutter aller Missverständnisse und Irrtümer in der Kosmologie, wobei es in der wissenschaftlichen Darstellung ganz einfach ist. Wenn Sie so eine Arbeit lesen, dann ist immer die Rede von einer Rotverschiebung Z, bei der dieses Objekt da draußen beobachtet wird. Das ist ja das, was man faktisch auch sieht. Das Licht, das in Ihr Teleskop fällt, die Wellenlänge, die ist einfach verändert. Ins Rote verschoben zumeist, wenn es um kosmologische Expansion geht. Und damit ist der Fall klar. Das kann man übersetzen in einen Skalenfaktor, haben wir ja auch schon im Detail gemacht, und damit können Sie genau beschreiben, was hier Sache ist. Nur bei populärwissenschaftlichen Darstellungen, wenn in einer großen Tageszeitung ein Artikel geschrieben wird, zu was auch immer, zu irgendeinem Phänomen, dann willst du nicht irgendwelche Begriffe einführen, die kein Mensch kennt, und da muss es griffig zugehen. Und da heißt es eben dann, das Objekt ist x Lichtjahre von uns entfernt. Deshalb war das Licht von diesem Objekt x Jahre zu uns unterwegs und hat sich vor x Jahren auf den Weg gemacht und hat sich und umgekehrte Argumentationen und also all diese Darstellungen. Also ich habe selten eine korrekte Darstellung in einem populären Artikel gesehen. Und deshalb möchte ich es Ihnen jetzt unbedingt einmal glasklar auseinander dividieren. Und dann wischen wir das ein für alle Mal hier vom Tisch. Unser Universum legt gleich mal einen spektakulären Start hin. Einen Big Bang. Da ist richtig was los, was die Expansion anbelangt. Vielleicht gab es sogar eine kosmische Inflation, wie wir gesehen haben. Auf jeden Fall gibt es hier jemanden, der mächtig Gas gegeben hat. Zu Beginn ist die Expansion sehr stark. Dann bremst das Universum ein bisschen, weil Materie sich darin befindet und Strahlung, und je nachdem in verschiedenen Phasen zieht das Zeug, was da kreucht und fleucht, unterschiedlich effektiv. Strahlung fällt dann schneller ab als die Materie, verdünnt sich stärker, und all das haben wir im Detail herausgearbeitet. Also wer das nicht gesehen hat, also Sie müssen schon den Anlauf mit uns gemeinsam machen, sonst wird das natürlich zu wild, was wir jetzt vorhaben. Tragen wir das einfach mal hier zusammen in einem Diagramm, um das bestmöglich anschaulich zu machen. Tragen wir uns hier auf. Die Zeit. Und die Entfernung von uns. Das heißt, wir werden davon ausgehen, wir sind hier der Beobachter, der einfach nur die Zeitachse nach oben fährt. Alles, was sich relativ von uns bewegt oder von der Expansion entfernt wird, das muss also hier sich von dieser Achse entfernen. Hier ist der Raum. Hier ist die Zeit. Und betrachten wir jetzt mal in Ruhe, was denn passiert. Das ist eine sogenannte Weltlinie, die wir jetzt hier einzeichnen wollen. Was also passiert, wenn etwas relativ nah mit uns startet, hier zu einer sehr frühen Phase noch dicht bei uns ist und einfach so wie wir hier sitzt und dumm schaut. Also einfach nichts tut. Eine Galaxie oder was auch immer. In der Frühphase ist es natürlich noch keine Galaxie, aber später spricht man gern von Galaxien.
irgendetwas, was relativ zu uns nicht strampelt, nichts tut, sondern einfach nur mitschwimmt. Man nennt es einen mitbewegten Beobachter, mitbewegt in diesem Hubble-Flow, in dieser Expansion. Also was erwarten wir von einem solchen mitbewegten Beobachter? Zu Beginn muss es sehr schnell Entfernung geben zwischen uns und dem Beobachter. Also der Skalenfaktor wächst hier erstmal sehr, sehr schnell an. Was heißt hier? Viel Entfernung entsteht in kurzer Zeit. Naja, wenn wir einen Zeitschritt nach oben gehen, muss viel Raum entstehen. Das heißt also, was immer wir jetzt hier an Weltlinie einzeichnen, muss erstmal hier sehr, sehr flach losgehen. Viel Raum bei wenig Zeit. Und dann wird im weiteren Verlauf das Ganze ein bisschen bremsen. Das heißt, wir werden tendenziell ein bisschen weniger Raum gewinnen mit jedem Zeitschritt. Also die Kurve muss ein bisschen hier hochgehen, ist aber erstmal links gekrümmt. Die Tendenz des Bremsens. Tendenziell immer mehr Zeit muss vergehen für Raumgewinn. Dann, bis zu einer Linie von, sagen wir mal, 5 Milliarden Jahren von uns aus zurückgerechnet, ab hier müsste diese anfangs links gekrümmte Kurve dann wieder rechts gekrümmt weiterlaufen. Warum? Weil jetzt beschleunigte Expansion beginnt. Also jetzt gibt das Universum wieder Gas. Das sind ja die drei Phasen, die wir gesehen haben. Lambda-dominierte Phase. Also zeichnen wir es doch einfach mal ein. Wir hätten also hier einen Verlauf in dieser Form. Hier geht es sehr, sehr weit hoch. Und hier würden wir jetzt vielleicht irgendwie rechts gekrümmt werden und immer weiter verlaufen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, was ich hier einzeichne. Sie sehen dann gleich noch eine wunderbare Darstellung dazu. Aber ich möchte es hier sehr plakativ halten, damit Sie dann das Diagramm, das ich Ihnen dann zeigen werde, schlüssig verstehen. Also wir beginnen hier mit der Weltlinie links gekrümmt. Und also hier ungefähr wäre der Wendepunkt, wenn ich es gut gezeichnet habe. Ja, so 5 Milliarden Jahre zurück. Ein anderes Objekt, das jetzt nicht ganz so weit weg von uns gestartet ist, ein bisschen näher dran, wird dasselbe machen, aber eben ein bisschen näher bei uns. Auch wieder zu Beginn, starke Expansion. Also auch hier geht es wieder hoch bis zu einem gewissen Punkt und dann hier würden wir irgendwie wieder rechts gekrümmt verlaufen. Und so können Sie jetzt jede Menge solcher Weltlinien einzeichnen und die drei reichen uns jetzt eigentlich erstmal. Und alle Objekte, von denen jetzt zum Beispiel in einem Zeitungsartikel die Rede wäre, verlaufen in diesem Diagramm, wenn sie nicht extrem auf uns zufliegen oder von uns wegfliegen, wirklich aktiv, also nicht bedingt durch die Raumausbreitung, würden erstmal auf so einer Weltlinie verlaufen. Das sind die Hockenbleiber, gewissermaßen. Ich hatte Ihnen doch anfangs mal dieses Gummituch motiviert mit diesen Gitterlinien. Also das wären jetzt Objekte, die einfach auf dem Gitter, auf diesen Kreuzungspunkten ruhen und dann durch diese Expansion hier scheinbar von uns weg sich bewegen. So, und wenn wir jetzt ein solches Objekt betrachten, ich werde im Diagramm dann auf ein ganz spezielles abstellen, deshalb möchte ich diese Daten jetzt hier mal eintragen. Wenn Sie also so ein ganz spezielles betrachten, das heute, also hier wäre jetzt das heute, dann müssen Sie hier sich so eine Linie herüberdenken. Die Schnittpunkte mit dem heute dieser Weltlinien geben uns eine Entfernung heute. Das ist so, als könnte ich übergeordnet das Universum betrachten und hier so einen Schnappschuss machen zu einer bestimmten Zeit. Mathematisch nennt man das eine raumartige Hyperfläche. Aber das soll uns jetzt nicht weiter kümmern. Wir machen eine Momentaufnahme zu einem ganz speziellen Zeitpunkt. Jetzt. Und dann sehen wir, aha, dieses Objekt hat diese Entfernung im Jetzt. Zu uns. Hier hatten wir ja die Entfernung aufgetragen. Dieses Objekt hat diese Entfernung
Das Objekt aus dem besagten Zeitungsartikel mit der falschen Entfernungsangabe hat auch eine Weltlinie in diesem Diagramm. Also hier geht es auch los, links gekrümmt bis zu einer gewissen Entfernung und dann rechts gekrümmt weiter. Sagen wir mal, wir werten das Objekt hier bei 5,3 Milliarden Jahren in der Vergangenheit festgemacht. Also, das ist das Objekt. Eine Supernova-Explosion in einer Galaxie. Dieses Licht macht sich jetzt zu uns auf den Weg. Ich zeichne das hier mal ein, gelb. Also, das ist das heute, hier muss das Licht ankommen. Vielleicht ist es besser, hier auszugehen. So, irgendwie so wird das Licht hier bei uns ankommen. Etwa. Muss kein gerader Verlauf werden, dazu kommen wir noch. Und hier sieht man schon den alles entscheidenden Punkt. Diese blaue Entfernung, wenn das 4,4 Milliarden Lichtjahre waren zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit, also wenn das hier 4,4 sind, dann ist es offensichtlich nicht diese Entfernung hier oben, einfach nur nach oben versetzt, sondern die Weltlinie durch die Expansion, die im Anschluss an die Emission des Photons, während das Photon hier unterwegs ist, wird diese Ausgangsgalaxie weiter wegdriften. Das Photon ist eben nicht unendlich schnell bei uns, sondern es hat nur eine maximale Geschwindigkeit und das führt dazu, dass es Zeit braucht von hier in unser Teleskop ins Heute. In der Zwischenzeit ist die Heimatgalaxie dieser Supernova aber weggeschwommen als mitbewegter Beobachter. Und das heißt, dass wir tatsächlich hier eine völlig andere Entfernung haben, eine deutlich weitere Entfernung im Heute. Es ist also falsch zu sagen, das Objekt, das vor 5,3, wenn wir hier 5,3 haben, warum sind das so krumme Werte? Weil ich es im Original gleich zeigen möchte in der Grafik. Ich brenne darauf, die Grafik jetzt zu zeigen, aber wir müssen uns erst die Grundlagen hier arbeiten. Also, diese Entfernung ist offensichtlich nicht diese Entfernung heute. Deshalb ist es falsch zu sagen, vor 5,3 Milliarden Jahren ist das Ding gestartet. Deshalb ist es heute 5,3 Milliarden Lichtjahre entfernt. Oder irgendwie damals war es 4,4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Deshalb war das Licht dann bis zu uns irgendwie 4,4 Milliarden Jahre unterwegs. Also all das ist einfach, wie man hier ganz entspannt im Diagramm sieht, falsch. Deshalb seien Sie sehr vorsichtig bitte mit diesen Entfernungsangaben. Und es ist viel einfacher, sich an einer klaren Rotverschiebung festzumachen. Das wäre mein Hinweis und mein Ratschlag in dieser Sache. Was man auch noch sehr häufig liest, meist in fortgeschrittenen Magazinen, da heißt dann, ja, das Objekt war zur Emission des Lichts, also diese Supernova, war damals 4,4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Chapeau. Deshalb sehen wir das Objekt in dieser Aufnahme so, wie es vor 4,4 Milliarden Jahren ausgesehen hat. Genauso falsch. Weil wir sehen das Objekt so, wie es vor 5,3 Milliarden Jahren ausgesehen hat. Als es 4,4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt war. Das ist die Zeit, das ist die Entfernung zur Emission. Das ist das, was wir heute als Entfernung haben. Alles, was wir sehen, ist also eine Supernova, die vor 5,3 Milliarden Jahren stattgefunden hat, in einer damaligen Entfernung, blau, und heute ist sie in der Entfernung rot. Das Licht, das hier sich jetzt auf den Weg macht, das ist eine ganz andere Baustelle. Wir sehen also das Objekt so, wie es vor dieser Zeit ausgesehen hat. Ich hoffe, dass dieses Diagramm macht es jetzt offenbar.
Also man muss es nur einmal hier mit diesen Weltlinien vor seinem geistigen Auge durchexerzieren, dann sollten diese Probleme tatsächlich für immer vom Tisch verschwinden. Das ist die Konstellation mit bewegter Beobachter. Irgendetwas sitzt und brummt. Wie ist es denn aber mit Objekten, die sich bewegen, effektiv, vielleicht sogar schnellstmöglich im Universum? Also die Rede ist natürlich von Licht, von Photonen. Wie sieht denn der ganze Verlauf aus für Licht, das jetzt nicht auf dieser Linie einfach nur passiv mitschwimmt, sondern das vielleicht sogar direkt zu uns gerichtet hier in diesem Diagramm einzuzeichnen wäre? Also lassen wir mal hier ein Photon ganz nah bei uns hier entstehen und es versucht in direkter Richtung zu uns zu gelangen. Dann würde diese enorme Expansion zu Beginn die Photonen trotzdem erstmal von uns entfernen. Das ist die erste Kurve, aus der man nicht fliegen darf. Also so ein Photon ist der maximale Strampler im Universum. Und wie so ein Hai, der immer in Bewegung ist. Und das Problem ist aber, dieses Photon, dieser Hai, schwimmt oder fliegt mit einer maximalen Geschwindigkeit, einer endlichen Geschwindigkeit. Und die Expansion ist effektiver zu Beginn. Der Hai schwimmt also in einer Gegenströmung und die Strömung ist so stark, dass er zwar dagegen ankämpft, aber die Strömung treibt ihn von uns weg. Die Strömung lässt aber nach. Und der Hai ist hartnäckig. Also Photonen sind das hartnäckigste im Universum überhaupt. Das sind die totalen Dickschädel. Das haben wir ja schon festgestellt. Das hat zur speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie, zu all diesen Dingen letztendlich mitgeführt, dass die Lichtgeschwindigkeit immer für sich beansprucht, konstant zu sein. Was auch immer wir da veranstalten. Im Vakuum. Also, das Licht wird unbarmherzig ankämpfen mit Lichtgeschwindigkeit gegen diese Expansion, die ist am Anfang effektiver, also werden die Photonen tatsächlich erstmal von uns fortgetragen, hier unten haben wir den Raum aufgetragen, mit jedem Zeitschritt werden die Photonen erstmal hier Raum verlieren. Aber sie kämpfen. Und sobald die Expansion stark genug abgebremst hat, die Kurve wird hier nach oben gehen, also wir werden pro Zeitschritt immer weniger Raum verlieren. Effektiver, viel effektiver als die nicht strampeln. Und dann wird der Punkt kommen, da ist die Geschwindigkeit des Photons gerade so schnell wie die Geschwindigkeit der Expansion. Was heißt das im Diagramm? Wir dürfen dann keinen Raum gewinnen und keinen verlieren. Wir müssen uns also hier vertikal bewegen im Diagramm. Je flacher, umso schneller bewegen wir uns weg. Jetzt bewegen wir uns gar nicht weg, also sind wir hier vertikal. Und im Anschluss an diese vertikale Situation werden die Photonen, die gnadenlos immer mit Lichtgeschwindigkeit anstrampeln, und das Universum ist ja jetzt hier am Schwächeln, bremst die Expansion, werden die Photonen hier die Kurve nehmen und dann schließlich irgendwann bei uns eintreffen. Das ist der Verlauf der Photonen in diesem Diagramm. Hier habe ich uns genau den Verlauf, den ich gerade schon angesprochen habe, nochmal eingezeichnet. Die Photonen, die in unsere Richtung wollen, werden erstmal trotzdem weggerissen von uns. Aber sie sind hartnäckig. Das Wegreißen, die Strömung, das Expandieren des Universums lässt nach. Dann kommt es zu dem Punkt hier, dieser Tangente. Also irgendwo haben wir hier einen Punkt, einen ausgewiesenen Punkt. Dazu kommen wir gleich. Und ab dann gelingt es den Photonen wieder effektiv zu uns zu kommen. Hier ist also offensichtlich in dem oberen Bereich, vielleicht machen wir den hier mal blau bis hierher. Das ist also der Bereich, da ist die Fluchtgeschwindigkeit.
Also Vorsicht über die Rotverschiebung, aber Sie wissen, was ich meine. Hier ist die Fluchtgeschwindigkeit kleiner c. Und hier unten in dem roten Bereich, hier ist die Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit. Deshalb werden die Photonen faktisch weggerissen. Und hier ist eben jetzt der kritische Punkt. An diesem Punkt haben wir eine Fluchtgeschwindigkeit, die entspricht exakt der Lichtgeschwindigkeit. Das ist doch schon mal ein interessanter Punkt. Was war denn die Fluchtgeschwindigkeit in der Hubble-Überlegung? Naja, das war die Hubble-Konstante mal die Entfernung. Wenn wir also für die Fluchtgeschwindigkeit eben die Hubble-Konstante mal die Entfernung nehmen, und wir setzen jetzt einfach mal hier die Lichtgeschwindigkeit ein an diesem Punkt, dann kommen wir auf eine spezifische Entfernung, die sogenannte Hubble-Sphäre, also einen Punkt, an dem die Fluchtgeschwindigkeit gerade der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Also das wäre so ein erster Horizont, der uns hier schon mal über den Weg läuft. Wenn ich das also umforme und nenne das einfach Hubble-Horizont, dann ist das nichts anderes als c durch die Hubble-Konstante. Hubble-Konstante wieder abhängig von der Zeit, also Vorsicht. Wir sehen also schon, dieser Punkt wird wandern. Ist klar. Im Heute, also hier oben ist wieder das Heute, soll eine horizontale Linie sein. Im Heute hätten wir jetzt eine charakteristische Entfernung. Also, das ist ungefähr hier. Das wären, ja, je nachdem, welche Werte Sie einsetzen, von welcher Mission, haben wir hier 14,4 Milliarden Lichtjahre etwa. Das wäre heute dieser Hubble-Abstand. Ab hier ist die Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit. Heißt das, diese Objekte werden wir nie sehen? Vorsicht. Vorsicht. Das ist eines dieser großen Missverständnisse in der Kosmologie. Und da müssen wir jetzt dicht beieinander bleiben, um das zu packen. Es gibt tatsächlich einen Punkt, ab dem uns kein Signal mehr erreicht. Das ist aber nicht diese Entfernung, sondern das ist deutlich weiter draußen, bei etwa 16,7 Milliarden Lichtjahren heute. Was ist jetzt hier der Fall? Warum kann von hier aus kein neues Ereignis, kein neues Photon mehr zu uns kommen? Dafür muss es eine Bedingung geben. Diesen Horizont nennen wir den Ereignishorizont. Nehmen wir hier den Index E. Dieser Ereignishorizont setzt sich also zusammen aus ganz kleinen Abschnitten, die das Licht jeweils zurücklegt. Diese kleinen Abschnitte mit Lichtgeschwindigkeit sind also c mal die Zeit, mit der ich so einen kleinen Abstand definiere. Also haben wir c mal so einen kleinen Abstand, zeitlich, c mal dt. Gibt mir so ein infinitesimal kleines Zeitintervall mit der Lichtgeschwindigkeit. Und da muss ich natürlich jetzt den Skalenfaktor mit hineinverarbeiten, der sich ja mit der Zeit hier ändert, wie wir gesehen haben. Je nachdem, haben wir gerade Strahlung, haben wir gerade Materie, haben wir gerade ein Lambda-dominiertes Universum. Wird also hier dieses Teilstück pro kleinster Zeiteinheit ein anderes sein. Und die Summe über alle diese Teilstücke, das ergibt mir dann die Entfernung. Das heißt also, hier ist viel Historie drin. Wir haben also hier ein Integral. Also wir summieren das alles auf und kriegen dann eine charakteristische Länge. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene. Also ich kann dasselbe hier unten nochmal spielen. Ich nenne das hier vielleicht mal P. Auch hier habe ich so ein Integral. Und auch hier nehme ich C dt.
Und in beiden Fällen muss ich jetzt den Skalenfaktor mit einarbeiten. Das heißt, ich muss hier mit dem zeitabhängigen Skalenfaktor jeweils dividieren, um zu berücksichtigen, dass die Teilintervalle sich verändern in ihrer Länge. Expandierendes Universum. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden? Ich nehme einmal die Entfernung, die es gerade noch packt, ein neues Photon zu uns zu schicken, wo es also gerade noch möglich ist, von heute bis zu einem beliebig fernen Punkt in der Zukunft, das kann unendlich sein, das kann auch endlich sein, in Abhängigkeit dessen, was Sie für ein Modell für das Universum zugrunde legen. Also wenn Sie irgendwie so einen Big Crunch kriegen, weil Sie irgendein pathologisches Universum hier mit einer besonderen Krümmung annehmen, dann ist es natürlich nicht unendlich, sondern der maximal mögliche Zeitpunkt in der Zukunft. Also das gibt uns also einen Ereignishorizont. Das sind diejenigen, deren aufsummierte Teilstücke unter Berücksichtigung des zukünftigen Skalenfaktors von heute bis zur Unendlichkeit gerade noch ausreichen, zu uns zu kommen. Das ist diese maximale Entfernung hier. Und dann kann man sich natürlich genauso die Frage stellen, ja, wie ist es denn von 0 bis heute? Von 0 bis heute dieses Integral, was heißt das? Das ist also die Entfernung, die wir, wenn wir im Urknall ein Photon abgesendet hätten, bis heute von unserer Position ausgehend diesen Raum maximal erreicht hätten, diese Entfernung. Das ist also, wie soll man sagen, das Universum, dieser Bereich des Universums, den wir irgendwie beeindrucken hätten können. Also hier kennt man uns, sagen wir mal so. In diesem Bereich wäre gerade Information von uns theoretisch möglich. Jetzt ist unser Punkt kein ausgewiesener Punkt im Universum. Das ist ja unsere grundsätzliche Voraussetzung, mit der wir alles betrachten. Wir können also auch diesen entfernten Punkt nehmen, der wäre ja ziemlich weit hinten, da sind wir bei 46,5 Milliarden Lichtjahre, ist jetzt hier nicht unbedingt maßstabsgetreu. Genauso hätten wir uns aber an diesen Punkt stellen können, dieselbe Überlegung machen, da wären wir auf dieselbe Entfernung bis zu uns gekommen. Das heißt, es ist auch gleichzeitig nicht nur die maximale Entfernung, die ein Photon, eine Information von uns in der gegebenen Zeit bis zum Heute erreichen hätte können, sondern es ist auch die maximale Entfernung, aus der wir gerade noch von hier ein Photon hätten empfangen können, das sich hier auf den Weg gemacht hätte. Das ist also der maximale Bereich, aus dem wir irgendwie Information haben können. Auch alte Information. Vorsicht, man muss jetzt hier immer unterscheiden. Da ist ganz viel Altes, was wir heute noch bekommen. Aus dieser Entfernung könnten aber heute sich keine Photonen mehr auf den Weg machen, die es bis zu uns packen. Die Photonen, die wir von einem Objekt haben, das sich hier in dieser Entfernung oder ein bisschen davor befindet, das sind Photonen, die sich lange vorher schon auf den Weg gemacht haben. Wir sehen also ein altes Bild von diesem Ding, aber nichtsdestotrotz haben wir hier noch Information. Das hat uns doch so sehr verwirrt, als wir uns damals über die Horizonte schon Gedanken gemacht haben im Zusammenhang mit der kosmischen Hintergrundstrahlung. Da wussten wir auch aus dieser großen Entfernung die Temperatur zum Beispiel. Und dann haben wir uns gefragt, ja, wie kann denn alles 2,725 irgendwas Kelvin haben, wenn doch hier kein kausaler Zusammenhang möglich war. Ich erinnere an dieses Video. Also ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier gut auf die Reihe. Das ist ein sehr schlechtes Tafelbild, wie immer von mir. Aber ich möchte nur die Begriffe einführen und wir werden all das in einer wunderbaren Animation sehen. Weil das ist jetzt nur eine Momentaufnahme. Das ist das Heute. Von hier ausgehend das Heute. Da betrachten wir rückwärts das Universum. Heute haben wir diesen Hubble-Abstand. Früher war der Hubble-Abstand offensichtlich ein anderer oder später wird er auch ein anderer sein. Das heißt, diese ganze Rückwärtslicht
Birne, wie man das auch nennt, dieser Rückwärtslichtkegel, ja, Birne trifft es eher, der hier etwa, je nachdem wie Sie skalieren, etwa unter 45 Grad eintrifft, wenn Sie sehr nah an das Heute gehen. Da ist es, dürfen Sie nahezu flach argumentieren. Bei einem reinen flachen Raumzeitdiagramm, einem Minkowski-Diagramm, waren doch Photonen immer 45 Grad. Hier haben wir ja ein allgemeines Raumzeitdiagramm. Hier ist ja ein Skalenfaktor im Spiel mit Strahlung, also Masse, Anziehung, allgemeine Relativitätstheorie. Deshalb kommt es hier zu dieser Krümmung. Also, das ist heute der Hubble-Abstand, das ist heute der Ereignishorizont-Abstand, das ist heute der, man nennt es den Particle Horizon, also eigentlich den Teilchenhorizont im Deutschen. Jetzt habe ich trotzdem den Index P gemacht, weil ich so gewöhnt bin. Das ist der Ereignishorizont. Und weil wir jetzt nur eine Momentaufnahme haben, nur das Heute, müsste ich Ihnen jetzt die Tafel abwischen, dasselbe noch mehr zeichnen für morgen, die Tafel abwischen, dasselbe noch mehr zeigen für übermorgen, für gestern, vorgestern und letzte Woche. Für jedes individuelle Heute, das Sie jetzt hier betrachten wollen, kriegen Sie eine eigene Rückwärtslichtbirne, eigene Horizontentfernungen. Und deshalb ist es so wertvoll, all das im zeitlichen Verlauf animiert zu sehen. Und da werde ich jetzt gleich rübergehen zu mir ins Büro und werde Ihnen das bei mir am Bildschirm mal zeigen. Weil da gibt es eine grandiose Animation. All diese Daten sind hier eingearbeitet und Sie sehen den Verlauf zum Beispiel dieses Punktes. Jede Rückwärtslichtbirne wird ein bisschen anders sein, wird woanders diese vertikale Tangente haben. Das heißt also, im zeitlichen Verlauf wird dann das Ding vielleicht irgendwie so aussehen. Das wären dann unterschiedliche, zu unterschiedlichen Zeiten, die charakteristischen Entfernungen dieses Hubble-Horizonts. Genauso haben Sie zu jeder Zeit dann eine Weltlinie von so einem Teil, das hier hinten bei 46 schneidet. Genauso haben Sie eine charakteristische Entfernung jeweils für diesen Horizont, für diesen Ereignishorizont. Also es wird vielleicht ungefähr so ausschauen. Und das ist jetzt für all diese heute Situationen, für all diese Betrachtungen, die Sie machen können. Und immer müssen Sie all das rechnen. Sie müssen überall den Skalenfaktor einbeziehen, Sie müssen diese Integrale rechnen, Sie müssen das alles mit einbeziehen. Das ist natürlich ein gehöriger Aufwand. Und deshalb verschärften Dank an dieser Stelle an den Simon Thyran. Der hat nämlich all das in ein Mathematiker-Skript verfasst, hat diese ganzen Daten eingearbeitet von den Missionen, diese unterschiedlichen Verteilungen der Dichten, die dann zu bestimmten Skalenfaktoren führen, wenn man die entsprechenden Friedmann-Gleichungen auflöst. Und jetzt werden Sie im zeitlichen Verlauf genau das sehen, diese vielen Bilder hintereinander, wie Sie dann den zeitlichen Verlauf dieser Horizonte und dieses Rückwärtslichtkegels im Universum darstellen. Also ich kann mit nochmal verschärfter Dank an den Simon wirklich, wir haben bis tief in die Nacht immer nochmal hier und da und dann waren wir uns gar nicht einig, wie wollen wir hier zum Beispiel diesen Partikelhorizont, diesen Teilchenhorizont darstellen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann einfach diese Weltlinie zeichnen. Das schien mir jetzt einfacher im Verständnis. Und dann hat man einfach in jedem Bild eine eigene, andere Weltlinie. Wobei natürlich im Prinzip nur dieser Schnittpunkt hier bei 46, ein bisschen groß gewordener Schnittpunkt, dieser Schnittpunkt diese ganze Weltlinie festlegt. Weil der ganze Tralala hier unten ist ja nur bedingt durch die Skalenfaktoren, diesen Verlauf. Es würde also genügen, nur immer diesen einen Punkt anzugeben. Warum zeichnet man dann hier eine ganze Weltlinie? Mir schien es instruktiver zu sein, gerade für jemanden, der jetzt neu einsteigt in das Thema, diese Weltlinie zu sehen, diese mitbewegte. Man kann das natürlich auch anders sehen.
und kann sagen, nein, es genügt doch dann nur diese Punkte, die sich hier jeweils ergeben, im zeitlichen Verlauf für all diese Heutes, nur diese Schnittpunkte, die jetzt, das Heute wandert nach unten, dann wandert auch der Schnittpunkt entsprechend, nur diese Schnittpunkte darzustellen und das zu definieren als Teilchenhorizont. Das ist ein bisschen Geschmacksfrage und da sind wir uns halt einig geworden. Und dann habe ich gesagt, Simon, pass auf, wir machen beides. Dann zeigen wir den Leuten beides. Dann zeigen wir ihnen einmal hier diesen Verlauf nach meinem Geschmack, wo jeweils die Weltlinie stattfindet. Und in einem zweiten Durchlauf der Animation dann das, was Simon gerne hätte, diesen Verlauf hier dargestellt. Und ich hoffe, dass Sie jetzt in der Lage sind, beides auch sauber zu separieren. Bevor ich jetzt wegwische, fällt mir noch ein, wir brauchen einen Begriff, den müssen wir unbedingt klären. Und zwar gibt es jetzt einen Unterschied, wie ich diese Entfernungen interpretiere. Also was ich jetzt hier gemacht habe in diesen beiden Darstellungen, das ist eine mitbewegte Darstellung. Also wie kriegen wir das noch gebacken? Ich habe mal was vorbereitet. Und zwar erinnern wir uns an die Wellenlänge eines Photons unter Expansion. Die Expansion des Universums führt dazu, dass diese charakteristische Wellenlänge hier rot verschoben wird. Und genauso kann ich mir natürlich Gedanken machen über einen allgemeinen Entfernungsmaßstab. Also ich könnte einfach sagen, ja, so wie alle einzelnen Photonen gedehnt werden, ich nehme hier einen Entfernungsmaßstab, ein Maßband mit äquidistanten Einteilungen, das ist jetzt immer das, was ich im aktuellen, heute gerade ein Lichtjahr nenne oder was auch immer. Und wenn jetzt das Universum expandiert, dann führt es dazu, dass wir hier natürlich diese Abstände expandieren mit dem Skalenfaktor. Das ist jetzt vielleicht das Heute, das ist die Zukunft, heute, das ist die Vergangenheit, in der Vergangenheit sind sie enger beieinander, dann weiter auseinander. Und das Heute, das haben wir so definiert, dass der Skalenfaktor genau 1 ist. Also wir haben das hier normiert auf 1. Aber Sie haben bitte dieses Bild hier nochmal vor Augen. Und wenn ich diesen Effekt, ich mache mir ja heute Gedanken zu einer charakteristischen Länge, die in der Vergangenheit aufsummiert wurde und heute betrachte ich sie. Und jetzt kann ich im Heute diesen Skalenfaktor hier rausrechnen. Dann komme ich auf das hier, auf diese Darstellungen. Das nennt sich dann mitbewegt. Also ein mitbewegter Beobachter. Oder ich arbeite hier tatsächlich mit sowas. Da bin ich dem vielleicht am nächsten, was wir so im Alltagsgebrauch unter Entfernung verstehen. Bei so einem Beobachter würde das einfach immer weiter auseinandergehen. Aber im Heute müsste ich natürlich hier nochmal den Skalenfaktor berücksichtigen. Was dazu führt, dass ich dann in diesen Darstellungen hier jeweils nochmal vorne den Skalenfaktor hätte. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier nochmal einzeichnen soll. Also da hätte ich hier vorne jeweils vor dem Integral hier nochmal den Skalenfaktor, den ich berücksichtigen muss, um das hier zu bekommen. Das ist die sogenannte Proper Distance. Also die Entfernung, wie wir sie landläufig messen würden. Jetzt haben wir aber das große Glück, dass wir ja den Skalenfaktor so definiert haben, dass er im Heute 1 ist. Deshalb habe ich den hier vorne schon mal weggelassen. Deshalb haben wir im Heute jeweils gleichermaßen Proper Distance wie mitbewegte Distanz. Aber nur, dass Sie hier nicht durcheinander kommen, wenn Sie in der Literatur mal nachlesen und hier plötzlich irgendwo nur noch so einen Skalenfaktor finden. Für uns, das ist die Darstellung in mitbewegten Entfernungen. Hier haben wir aber das große Glück im Heute, dass der Skalenfaktor E1 ist und dann fallen die beiden Entfernungen zusammen. Was wir also sehen werden, ist der Verlauf
mit unterschiedlichen Heutes. Tolle Wortschöpfung, ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Unterschiedliche Heute, Heutes. Wie ist der Plural von heute? Also, jetzt aber wirklich auf meinen Rechner. Hier wieder die Zeitachse. Dann hier die Proper Distance, also unser Maßband. Und die Lichtbirne. Hier unten geht's, franzt es ein bisschen aus, weil wir eigentlich vom Urknall selber ja kein Bild haben. Sie wissen ja, wir haben diese Plasmawand, die kosmische Hintergrundstrahlung, durch die wir nicht durchsehen mit Photonen. Das ist so ungefähr 380.000 Jahre nach dem Urknall. Also hier geht es dann faktisch erst los. Und da werden die Photonen aber gleich mal mächtig erstmal von uns weggerissen. Zu dieser Zeit war die Fluchtgeschwindigkeit über 60-fache Lichtgeschwindigkeit. Also hier wurde ganz viel Raum erstmal verloren für die Photonen. Und so allmählich kämpfen sie sich zurück. Hier ist dann die vertikale Tangente. Und dann gewinnen die Photonen immer mehr Raum. Und hier wäre das heute. Da habe ich uns schon ein paar charakteristische Punkte eingezeichnet. Was heute wäre, diese Linie. Und was wir hier sehen, ist eben heute der Hubble-Abstand, blau, der Ereignishorizont, der Abstand des Ereignishorizonts, hier violett, und grün, der Teilchenhorizont. Ja, und für jeden Zeitschritt, der jetzt hier vergeht, wären diese Punkte ein bisschen anders einzuzeichnen. Genauso in der Vergangenheit. Deshalb zeichnet man in so einem Diagramm nicht diese einzelnen Punkte nur, sondern gleich den gesamten zeitlichen Verlauf mit ein. Also hier die Hubble-Sphäre, die würde sich jetzt hier zum Beispiel so darstellen. Zum früheren Zeitpunkt wäre der Abstand hier gewesen, zum noch früheren Zeitpunkt wäre er hier gewesen. Das wandert natürlich Richtung Urknall immer dichter ran, weil wir hier im Nenner die Hubble-Konstante haben und die wird halt hier einfach immer größer, 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 größer in der Vergangenheit. Und wenn Sie hier eine immer größer werdende Zahl haben, also eine Konstante durch eine immer größer werdende Zahl, ein Hundertstel, ein Tausendstel, ein Millionstel und so weiter, dann zwingt das einfach den Gesamtausdruck hier immer weiter gegen Null. In der anderen Richtung sehen wir, dass die Entfernung durchaus noch zunimmt, aber diese Zunahme schwächelt hier ein bisschen. Das hat einfach damit zu tun, dass bei einer reinen exponentiellen Expansion, wie wir es ja in der Inflation schon kennengelernt haben, die Hubble-Konstante wirklich konstant ist, also ihren Namen verdient. Je weiter wir jetzt in die Zukunft gehen, umso stärker ist diese Lambda-dominierte Ausprägung, die ja immer mehr den Anteil der exponentiellen Expansion mit reinbringt und dann entsprechend ist die Hubble-Konstante konstant. Und wenn Sie dann hier zwei Konstante dividieren, naja, dann läuft es auf einen konstanten Wert raus, der ist ungefähr bei 17,55 Milliarden Lichtjahren. Den zeitlichen Verlauf des Ereignishorizonts können wir uns hier genauso einzeichnen. Hier ist er heute, früher war er eben dichter dran, völlig analoge Argumentation. Was war das nochmal? Der Ereignishorizont war die Entfernung heute, von der es die Photonen gerade noch packen, wenn wir unendlich lange warten. Das war dieses Integral und da hatten wir hier unten den Skalenfaktor. Ja, und wenn der Skalenfaktor jetzt größer, 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 größer wird in der Zukunft, dann wird in jedem Teilschritt, wenn wir hier aufintegrieren, das, was in dem nächsten Teilschritt hinzukommt, kleiner, kleiner, kleiner werden. Weil im Nenner größer, haben wir ja gerade schon gesehen, Hundertstel, Tausendstel, Millionstel wird der Beitrag immer kleiner, kleiner. Und irgendwann kommt faktisch hier so gut wie nichts mehr dazu. Also das läuft ja auch in so eine Sättigung rein, in diese besagten 17,55 Milliarden Lichtjahre. Anders sieht es aus mit dem Teilchenhorizont. Ja, da hatten wir ja diesen selben Integranden. Aber wir nehmen jetzt hier die Grenzen von 0 bis t. Heute ist der Skalenfaktor 1. In der Vergangenheit war er kleiner. Je näher wir an den Urknall ranrücken, ja, wird er beliebig klein. Er steht jetzt hier im Nenner des Teilchenhorizonts. Also sind diese ersten Beiträge beliebig groß. Der Teilchenhorizont wird also immens und rapide an Entfernung gewinnen zu Beginn, und dann allmählich an Dynamik verlieren bis zum Heute. Was hat das jetzt für Konsequenzen? Wir sind hier außerhalb des Ereignishorizonts. Naja, das war eben jetzt der Bereich, von dem neu startende Photonen uns nicht mehr erreichen. Ich färbe das hier mal grau ein. Heißt das, wir werden nie etwas erfahren von diesem Bereich? Vorsicht! Wir haben durchaus Informationen. Wir sehen ja noch Licht von Objekten, die mittlerweile jenseits dieser Grenze sind.
die aber früher innerhalb waren. Also ich erinnere an diese Weltlinien, die wir eingezeichnet haben. Ja, das driftet ja alles nach draußen. Irgendwann haben die Objekte also diesen Ereignishorizont hier überschritten. Trotzdem wissen wir noch, also wir bekommen halt Photonen von ihnen, von diesen Objekten, die uns Informationen darbieten, wie die Objekte eben früher ausgesehen haben. Aber wir werden nie mehr erfahren, wie das Objekt heute aussieht, wenn es eben heute ein Photon in einer bestimmten Entfernung außerhalb dieses Ereignishorizonts losschickt. Ja, das erreicht uns heute dann nicht mehr. Also hier müssen wir ganz klar unterscheiden. Anders sieht es aus beim Teilchenhorizont. Wenn sie außerhalb des Teilchenhorizonts sind, dann ist Schluss mit lustig. Hier im inneren Bereich, im Weißen, da ist alles gut. Also solange wir innerhalb des Hubble-Radiuses sind, ist alles unkritisch. Ist ja die Fluchtgeschwindigkeit eh kleiner als die Lichtgeschwindigkeit. Aber wie sieht es denn jetzt in dem Bereich hier zwischen dem Hubble-Horizont und dem Ereignishorizont aus? Hier in diesem roten Bereich. Man würde doch naiverweise annehmen, ja gut, wenn hier die Fluchtgeschwindigkeit größer ist als die Lichtgeschwindigkeit, wie wollen wir dann hier irgendwas noch Aktuelles erfahren? Haben wir doch gerade durchexerziert, dass hier von weiter draußen nur noch altes Zeug kommt. Vorsicht! Wir sind hier noch innerhalb des Ereignishorizonts. Das ist das Entscheidende. Wenn wir also lange genug warten, wird uns hier noch Information erreichen. Der Hubble-Horizont wird effektiver an den Ereignishorizont heranrücken und dann sogar Bereiche, also Photonen, die ja anstrampeln, die werden sich plötzlich wieder innerhalb des Hubble-Horizonts sogar wiederfinden. Man sieht es ja hier sehr schön in einer früheren Phase. Da hatte jetzt zum Beispiel der Hubble-Horizont diesen Abstand, der Ereignishorizont deutlich mehr. Und diese Differenz, die nimmt hier ab. Das heißt, der Hubble-Horizont läuft hier effektiver gegen den Ereignishorizont. Das heißt also, es gibt durchaus Punkte, die waren eben mal jenseits dieser blauen Linie und sind mittlerweile aber wieder im guten Bereich. Wenn wir lange genug warten, bekommen wir sogar Licht von Objekten, die jenseits des Hubble-Horizonts gestartet sind, sich immer jenseits des Hubble-Horizonts befunden haben und trotzdem bekommen wir Informationen. Ich hatte ja schon gesagt, dass die kosmische Hintergrundstrahlung zu Beginn mit über 60-facher Lichtgeschwindigkeit hier von uns weg saust erstmal. Auch heute noch ist diese Fluchtgeschwindigkeit größer als 3c. Größer als dreifache Lichtgeschwindigkeit. Wir analysieren, also unsere gesamte Erkenntnis nahezu in der Kosmologie rührt ja aus der Analyse der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und da schauen wir genau solche Dinge an, die von Anbeginn der Zeit außerhalb unseres Hubble-Horizonts sind. Die Lichtbirne war also das, was uns heute erreicht an Licht. Wenn wir in die Zukunft gehen, wird es eine andere Lichtbirne sein. Und umso weiter wir jetzt nach oben gehen, umso mehr Licht erwarten wir. Das Universum belohnt also Geduld offenbar. Nur eines ist klar, die Lichtbirne wird immer mehr dem Ereignishorizont ähneln. Denn das war doch die Region, ab der gerade noch was kommt, wenn wir unendlich lange warten. Das heißt, jeder Schritt hin Richtung Unendlichkeit wird uns dem annähern. Wir erwarten also auch, dass die Lichtbirne sich hier so allmählich ausbreitet hinein in diese skizzierten Horizonte. Also ich hoffe, damit habe ich Sie jetzt ausreichend geistig hochgerüstet für die Animation, die jetzt ansteht, in der wir uns wirklich jetzt mal den zeitlichen Verlauf dieser Lichtbirne und den zeitlichen Verlauf des Teilchenhorizonts hier anschauen und uns immer daran erinnern, dass diese Proper Distance im Heute gilt und das Heute anhand dieser horizontalen Linie allmählich eben nach oben fährt. Los geht die wilde Fahrt. Sie sehen wieder die Horizonte in derselben Farbkodierung und jetzt starte ich den Urknall. Und dann sehen Sie, wie sofort der Partikel, der Teilchenhorizont hier nach unten klappt, sehr effektiv, sehr schnell. Hier wäre das Universum halb so alt wie heute. Jetzt sind wir genau im Heute angelangt. Und Sie sehen, wie die Lichtbirne immer ihre vertikale Tangente genau entlang dieser blauen Linie. Das ist es ja, was die blaue Linie kennzeichnet. Und je weiter wir uns jetzt in die Zukunft bewegen, umso mehr wird dieser Bereich, den wir dann jeweils noch beobachten können, diese Lichtbirne sich annähern
an den Ereignishorizont. Den nehmen wir ja dann an, wenn wir unendlich lange warten. So sind dann zu guter Letzt die Horizonte hier vereint. Mit Ausnahme des Teilchenshorizonts, der sich früh vom Acker gemacht hat. Alternativ jetzt dazu die Darstellung, die Simon bevorzugt. Und zusätzlich zum Rückwärtslichtkegel oder der Rückwärtslichtbirne nun auch den Vorwärtslichtkegel in Form der gestrichelten gelben Linien eingezeichnet. Halten wir kurz im Heute an. Dann sehen wir, wie Rückwärts- und Vorwärtslichtkegel lokal, das heißt nahe bei uns, noch sehr gut mit dem Minkowski-Doppelkegel der speziellen Relativitätstheorie übereinstimmen. Je weiter wir aber in die Zukunft oder die Vergangenheit blicken, umso stärker kommt die allgemeine Relativitätstheorie zum Tragen und umso größer werden die Abweichungen. Das veranschaulicht auch sehr schön den Fehler in der Entfernungsangabe unserer angesprochenen Galaxie. Das wäre hier rot die passende Weltlinie hierzu. Für ein Ereignis auf einer Weltlinie deutlich näher zu uns wäre die Abweichung zum Minkowski-Kegel wesentlich geringer. Da wäre der Fehler verschmerzbar zu sagen, die Supernova war so und so viele Lichtjahre entfernt, deshalb war das Licht entsprechend so und so viele Jahre zu uns unterwegs. Die Animation unterscheidet sich, wie gesagt, in der Darstellung des Teilchenhorizonts. Die grüne Linie ist nicht mehr die jeweilige Weltlinie des Partikelhorizonts, sondern analog zu Blau und Pink die Summe aller Punkte, wobei jeder einzelne Punkt zu einer anderen Zeit gehört. Ich finde es halt gefährlich, weil hier die grüne Linie in der Frühphase eben den Lichtkegel des Heutes schneidet. Und das ist sehr verwirrend, weil da könnte man denken, ja, da gibt es ja dann doch Punkte, die außerhalb von grün waren und von denen doch noch innerhalb des Lichtkegels offensichtlich jetzt hier Information zu uns gelangt ist. Eben nicht. Weil diese frühen Punkte, die hier innerhalb des Lichtkegels sind, zu anderen Lichtkegeln gehören. Das ist aus meiner Sicht hier das Gefährliche. Natürlich ist mehr Information drin, da gebe ich dem Simon schon recht. Weil, wenn ich jetzt nur ein Bild habe, dann finde ich diese Darstellung überlegen und besser, weil ich hier viel mehr Information habe. Aber wenn schon eine Animation und ich den zeitlichen Verlauf zeigen kann, bevorzuge ich jetzt diese Weltlinien jeweils. Aber bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil. Und wieder, wenn wir lange genug warten, schmiegen sich die Horizonte hier einander an. Jetzt mal ehrlich. Toll, oder? Okay, ich musste Sie ein halbes Dutzend Videos lang schon mit Formeln traktieren. Wir haben die Tafel einige Male vollgeschrieben, um irgendwie dieses Verständnis aufzubauen. Aber jetzt würde ich mal sagen, jetzt sind die Früchte des Lohns in greifbarer Entfernung. Also wenn Sie das jetzt wirklich in sich schlüssig verstehen, dann sind Sie sehr weit in der Kosmologie angekommen. Also es würde mich persönlich auch wirklich sehr freuen. Man kann natürlich jetzt auch viel einfacher diese Horizonte als Kreise, also in zwei Dimensionen irgendwo visualisieren. Zeige ich Ihnen auch gleich noch. Hier wieder mit den gleichen Farben dargestellt, die unterschiedlichen Horizonte in der zeitlichen Entwicklung. Also man sieht, wie der Partikelhorizont sich sehr rasch verabschiedet und dann allmählich sich der Hubble-Horizont an den Ereignishorizont anschmiegt, bis er schließlich in unendlicher Zukunft dann deckungsgleich wird. Ja, dieses Universum, das ist schon ein wilder Ort. Wir waren noch mal bei Wolfgang Pauli, glaube ich, der mal gesagt hat, alles kommt zu demjenigen, der versteht, darauf zu warten. Also nicht nur zu motivieren, warum ich Sie die 6 Videos gequält habe, sondern auch die Frage zu stellen, stimmt das überhaupt? Wenn wir jetzt zurückblicken auf unser Universum, müssen wir sagen, Vorsicht, Wolfgang, so einfach ist es nicht. Es kommt nicht alles zu dir, wenn du lange genug wartest. Das Universum belohnt generell mal Ausdauer, klar. Also in ferner Zukunft werden wir noch viel, viel mehr sehen. Logischerweise die Dinge, die halt noch unterwegs sind, bisher nicht gepackt haben zu uns, da wird uns schon noch vieles erreichen, aber eben nicht alles. Es gibt hier absolute Schranken, von denen dann tatsächlich keine Information mehr hier bei uns ankommt.
Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie im Universum unterwegs sind. Am besten halten Sie sich immer innerhalb des Hubble-Horizonts auf. Da sind Sie auf der sicheren Seite. Wenn Sie mal drüber rauskommen, kein Grund zur Panik. Aber versuchen Sie wenigstens nicht über den Ereignishorizont zu kommen. Das wäre dann, aber muss ich Ihnen nicht mehr erzählen, verstehen Sie jetzt alles selber.